Herzlich willkommen zu diesem ersten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und in diesem ersten Video geht es jetzt um den Aufbau des Programms. Und den möchte ich dir jetzt hier zeigen. Ich habe hier das Programm Excel schon gestartet und du siehst hier eine große Tabelle. Und diese Tabelle zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen eindeutigen Namen hat. Was heißt das? Ich gehe jetzt einmal hierher in diese Zelle, mache einen Doppelklick hinein und trage hier mal einen Wert ein. Ich schreibe jetzt einmal hier eine Zahl hinein, die Zahl 234. Wenn ich jetzt hier heraufschaue, dann sehe ich hier eine Spalte. Und diese Spalte hat die Bezeichnung B und diese Zeile, ich fasse hier so waagrecht ab, hat die Nummer 4. Und hier oben siehst du dann das sogenannte Namenfeld und in diesem Namenfeld steht dann die Bezeichnung dieser Zelle. Und die setzt sich zusammen eben aus dieser Spalte und aus dieser Zeile. Also B4 wäre diese Zelle und diese hätte dann diesen Inhalt. Du siehst hier diese sogenannte Bearbeitungsleiste. Das heißt, ich kann hier hineingehen mit einem Doppelklick, kann hier die Zahl verändern. Ich schreibe hier etwas dazu. Buchstaben sollte ich jetzt nicht dazu schreiben. Ich kann hierher gehen mit einem Doppelklick oder ich kann ebenfalls hier oben in dieser Bearbeitungsleiste hier ebenfalls etwas, einen Inhalt dann verändern. Das heißt, wir haben jetzt schon mal kennengelernt, dass das Ganze hier in Zellen aufgebaut ist, die einen eindeutigen Namen haben. Das sehen wir hier in diesem Namenfeld. Dieser Inhalt einer Zelle kann bearbeitet werden durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste oder unter anderem hier mit einem Klick in diese Bearbeitungsleiste. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich kann mit einer Funktionstaste den Inhalt ebenfalls bearbeiten. Das wäre nämlich die F2-Taste. Dann ist natürlich Excel dazu da, dass ich Berechnungen durchführen kann. Und was sollte man machen? Eine einfache Berechnung ist einmal etwas zusammenzuzählen. Da brauche ich einmal zwei Zahlen. Ich klicke jetzt dann hier hinein in die Zelle B5. Hier im Namenfeld steht auch schon B5. Tippe hier eine Zahl ein. Die wäre 45. Und du siehst, eine Zahl wird immer hier rechts ausgerichtet. Und eine Berechnung führe ich immer durch an und führe sich hier in Excel in diesem Tabellenkalkulationsprogramm, indem ich hier mal einen Doppelklick hineinmache. Ich bearbeite das und mache jetzt ein Gleichzeichen. Er zeigt mir dann hier oben schon einen Vorschlag an. Über den werde ich dann später sprechen. Und jetzt mache ich aber etwas. Ich klicke mit der linken Maustaste dann hier hinein. Und du siehst, es wird hier B4 eingeblendet und B4 ist dann genau der Name dieser Zelle, auf die ich gerade geklickt habe. Also B4, das heißt in der Spalte mit der Bezeichnung B und in der Zeile 4. Dann mache ich ein Rechenzeichen, einen Operator, ein Pluszeichen und klicke jetzt hier in diese Zelle, in die Zelle B5. Und schon steht hier praktisch meine kleine Formel, gleich B4 plus B5 und du kannst schon raten, was passiert. Er wird dann zusammenzählen. Was in der Zelle B4 steht, wieder dazuzählen, wieder addieren zu der Zelle B5. Jetzt drücke ich einmal Enter, die Enter-Taste, und er hat das tatsächlich zusammengezählt. Er hat also 2334 plus 45 gerechnet. Und ich habe hier, wieder, wenn ich es mir anschaue, hier oben diesen Zellennamen im Namenfeld. Und hier haben wir dieses, in dieser Bearbeitungsleiste siehst du dann die Formel, die ich hier eben eingegeben habe. Ja, was kann man dann noch einmal als erstes dann nochmal gleich darstellen? Wir haben in allen Fällen hier, wenn ich wohin klicke, wie man es auch von Windows-Programmen her kennt, immer das sogenannte Kontextmenü. Das heißt, mit der rechten Maustaste auf eine Zelle kann ich hier dann zum Beispiel bestimmte Dinge machen. Ich könnte zum Beispiel hier etwas dann formatieren. Ich könnte hier etwas fett, kursiv zum Beispiel formatieren. Weitere Formatierungen werde ich in einem anderen Video besprechen. Was ich dir jetzt noch zeigen möchte, ist ja der Aufbau dieses Programms. Ich habe hier oben sogenannte Registerkarten. Das heißt, wenn ich dann einmal sage, wir gehen zur Registerkarte Formel, dann weißt du schon, du musst da hinaufgehen. Hier gibt es Registerkarten. Die haben halt dann je nachdem unterschiedliche Möglichkeiten parat, um eben bestimmte Dinge dann zu machen. Ich kann hier zum Beispiel die Ansicht verändern und dergleichen mehr. Was ich dir noch zeigen möchte, ist dann der untere Bereich. Hier steht Tabelle 1. Und das führt uns schon zur folgenden Vorstellung. In Excel ist alles als eine Excel-Mappe aufgebaut. Und eine Mappe beinhaltet hier mehrere Tabellen. Das heißt, ich habe hier die erste Tabelle, die bezeichnet Tabelle 1. Die könnte ich jetzt zum Beispiel umbenennen. Mache einen Doppelklick hinein. Und du siehst, ich kann den Namen dieser Tabelle, in der ich gerade schon eine Berechnung durchgeführt habe, auch verändern. Ich könnte zum Beispiel schreiben Tab 1 und habe hier jetzt dann das Ganze umbenannt. Ich kann jetzt weiter hergehen und ein neues Blatt einfügen, ein neues Tabellenblatt einfügen, klicke hier auf dieses Plus, habe dann eine neue Tabelle, die ist noch leer, die könnte ich dann wiederum umbenennen mit einem Doppelklick. Ich mache das einmal, ich lösche diese Buchstaben heraus und habe die dann. Ich kann hier unten auch immer wieder umschalten. Siehst du, dass ich hier oben wieder die alten Einträge habe
und hier die neuen Einträge ab. Und auch hier unten kann ich mit einem Kontextmenü arbeiten, indem ich zum Beispiel sage, gut, ich benenne das um, so wie ich es vorhin gerade mit dem Doppelklick gemacht habe. Oder ich kann auch zum Beispiel hier eine Tabelle löschen. Ich habe jetzt in dem Fall hier dieses Tab 2, habe ich diese Tabelle in dem Fall dann gelöscht. Ja, und da möchte ich dich natürlich dann auch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, natürlich auch dann deine Daten, die du eingibst, auch zu speichern. Und es geht hier mit Datei, Speichern unter. Und da kann ich meinen Weg dann aussuchen, wo ich eben meine Excel-Mappe dann speichere mit all den Tabellen drin. Oder ich kann natürlich auch von hier aus dann zum Beispiel auch eine Tabelle dann drucken. Und hier haben wir schon eine entsprechende Seitenvorschau. In dem Fall würde hier halt die erste Tabelle dann ausgedrückt werden. Ja, soweit einmal die ersten Schritte, das erste Video zum Aufbau des Programms Excel. Wir haben eine ganz einfache Berechnung auch schon durchgeführt. Ich freue mich schon auf dich dann im nächsten Video.